Viele Eberswalder kennen ihn, den Schuppen im Haus Schwärzetal. Früher war es ein Restaurant, zwischenzeitlich ein Studentenclub und nun ist aus dem guten alten Schuppen ein moderner und zugleich gemütlicher Cocktail- und Tanzclub geworden. Vergangenen Freitag öffnete der Schuppen erstmals wieder die Türen für die Öffentlichkeit. Am gleichen Tag sind im Zoo Eberswalde zwei nordafrikanische Zwergziegen zur Welt gekommen. Zoodirektor Dr. Bernd Hensch nahm dies zum Anlass, die beiden Ziegen auf die Namen Kaipi und Mojito zu taufen. Kaipi Rinja und Mojito, beides sind Cocktailgetränke mit Rohrzucker. Und zuckersüß sind auch die beiden Zwergziegen, welche die neuen Maskottchen des Schuppens sind. Vollzogen wurde die Taufe durch den Zoochef Dr. Bernd Hensch und Schuppenbetreiber Uwe Zenker. Ja, also ich taufe dich jetzt auf den Namen Mojito. Geöffnet ist der Cocktail- und Tanzclub immer Freitag, Samstag und vor Feiertagen, so auch heute. Neben leckeren Cocktails gibt es heute Abend ab 20 Uhr noch Live-Musik von der Gruppe Bonpart. Die Maskottchen sind dann allerdings nicht anzutreffen, denn Kaipi und Mojito haben ihr Zuhause im schönsten kleinen Zoo Deutschlands.